Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Jax Tech Force 3. Die letzte Aufnahmesession mit Cyrus Truesdale. Und ich würde gerne mal ein Duell gegen folgende machen, nämlich gegen Esther. Gegen den habe ich nämlich offscreen ein Duell gemacht. Und das war ganz schön krass, weil ich habe ja gegen Jesse und ihn ein Tech-Duell gemacht. Aber als ich alleine gegen ihn kämpft, hat er ein richtig gutes Deck. Und jetzt passt mal auf. Denn ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht warum das ist, aber ich glaube, dass die Gegner jetzt so langsam um einiges besser werden, denn die Decks von denen sind auf einmal richtig gut. Ich habe offscreen die Duelle gemacht, um das Herz von Cyrus voll zu bekommen. Und ich habe die ersten paar Duelle gewonnen, da waren die Gegner einfach. Und auf einmal, Schlag auf Schlag, habe ich, ich weiß nicht, 10 Duelle hintereinander verloren. Alle. Und ich wusste nicht warum. Und die Decks von denen waren so Level 6 oder so alle, aber die waren auf einmal richtig gut. Die hatten richtig gute Karten drin und das kam voll unerwartet. Also die Gegner sind jetzt irgendwie auf einmal plötzlich voll stark und ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem finalen Duell, was natürlich nachher kommen wird. Da das genauso schwer sein wird und ich hoffe jetzt einfach mal, um euch demonstrieren zu können, wie stark denn Esther hierbei jetzt ist. Denn der hat in einem Zug, ich sag mal, dreimal diesen Schicksals-Enddrachen beschworen. Ich würde einfach mal behaupten, dass das schon ein bisschen krass ist. Also ich hatte dann drei Monster mit 3000 auf dem Feld. Oder als Gegner. Und die kamen auch irgendwie immer wieder, wenn ich die zerstört habe. Ich weiß jetzt nicht genau den Effekt von denen. Auf jeden Fall kamen die immer wieder. Ah, man sieht schon, sein Zug ist schon ganz schön krass. Hat der gerade Zukunftsvision abgelegt? Warum denn das? Ist ja voll gut. Geil, ich könnte fusionieren. Und ich kann, habt ihr mir auch empfohlen, ich sollte nicht 7 vollendet oder so benutzen, sondern ich sollte Schrumpfen benutzen, da die halt einfach insgesamt auch besser ist, um einen Gegner zu besiegen. Und das werde ich jetzt mal bei Elemental Stratos benutzen, da dann auch seine Punkte geschwächt werden und ich aber auch trotzdem ein starkes Monster vom Gegner zerstören kann. Denn dann kriege ich nämlich die ganzen 1800 Punkte von ihm dazu. Und das wird auch ganz schön krass. Ich fange aber erstmal mit einer Fusion an und guck mal, ob der die zerstören wird, mit Fallgrube oder so. Das Blöde ist jetzt natürlich, dass ich durch diese Fusion, also durch den Zug, den ich jetzt mache, meine komplette Hand opfern werde. Ich habe danach nichts mehr auf der Hand. Das ist ganz schön kritisch und das sollte man eigentlich nicht machen. Aber ich will jetzt einfach mal YOLO machen, weil ich mache jetzt hier eh nur so ein kleines Duell, um zu zeigen. Guck mal, wie stark Esther eigentlich geworden ist. So. Das Gute ist, ich habe immer noch hier den. Dann würde ich einfach sagen, ich fange an, indem ich Truckroid spiele und jetzt mal die Taktik ausprobiere. Ist jetzt schön, dass ich das direkt gezogen habe. Dann aktivieren wir das Schrumpfen. Und dann werde ich ihn. Jetzt hat er nur noch 900. Reicht also, um Truckroid den zu besiegen. Und er hat keine Spielkraft, das ist cool. Jetzt kommt natürlich der geile Effekt von Truckroid. Und mein Monster hat einfach 2800, weil er die 1800 von Stratos dazu bekommt. Jetzt habe ich ein richtig starkes Monster im Feld. Also das war echt ein toller Tipp. Danke für den, der das geschrieben hat. Ich kann mir das natürlich leider nie merken, weil das schon recht viele sind, die so Kommentare täglich schreiben. Und ja, Schrumpfen ist echt eine gute Idee für Truckroid. Und jetzt ist auch das Problem nicht mehr da, dass Truckroid schwach ist, sondern jetzt kann ich einfach jeden kaputt bashen. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass Esther anscheinend nichts zum Spielen hat. Aber naja, okay. Cyberdrachen werde ich jetzt bestimmt nicht spielen. Ich glaube, ich switche jetzt mal kurz mit dem in Verteidigungsposition. Und greife nur mit ihm hier an, weil ich jetzt irgendwie Angst vor Spiegelkraft habe. Okay, scheint keine Spiegelkraft zu sein, weil ich, soweit das jetzt meine Erfahrung ist, aber ich hätte auch den spielen können, den dafür opfern können, ne? Also laut meiner Erfahrung ist das so, dass die auch Spiegelkraft aktivieren würden, also der Gegner. Ach, der hat sich Zukunftsvision mit Goldsarkophag geholt, sorry, bin ich dumm. Laut meiner Erfahrung ist das so, dass die jetzt auch Spiegelkraft aktiviert hätten, wenn ich, oh, Schicksals-Enddrache, nein, nur mit einem Monster angegriffen hätte. Oh, super. Kettenmaterial, die hatte Cyrus auch im Deck. Oh nein. Oh nein, Fusionstor. Jetzt passt auf, jetzt kommt, mein Gott, ich bin hier gerade richtig rumleiern. Jetzt passiert das, was ich gemeint habe. Er kann einfach, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber er kann irgendwie einfach aus dem Friedhof und anscheinend auch aus dem Deck fusionieren. Das habe ich irgendwie nicht so ganz gerafft. Da ist er einmal. Kann er schön Monster von mir zerstören. Also das ist echt richtig krass. Und ich verliere noch die Lebenspunkte. Jetzt pass auf. Jetzt fusioniert er irgendwie aus dem Deck. Nee, aus der Hand. Beim letzten Mal hat er irgendwie so aus dem Deck oder so was fusioniert. Und das ist so richtig übertrieben. Ich meine, guck euch das mal an. Der kann jetzt einfach in einem Zug durch Fusionstor dreimal diesen Schicksals-Enddrachen beschwören. Der wird zwar, soweit ich weiß, am Ende zerstört. Aber der kann irgendwie beliebig oft wiederkommen.
natürlich wieder richtig viele Lebenspunkte. Jetzt müsste er aber kommen mit dem aus dem Deck. Auch nicht. Aber da seht ihr, der hat das irgendwie auf dem Feld gehabt. Was war das? Ist das aus dem Deck gekommen oder ich raff das nicht? Weil dieses eine Fusionsding war in der Hand, dieses andere Fusionszeichen war mitten auf dem Feld. Was heißt das? Ich verstehe das nicht. Sollte mir vielleicht mal den Effekt durchlesen, ich bin zu faul. Jetzt ist der weg. Aber der kann immer wieder kommen. Das finde ich irgendwie ziemlich verwirrend. Ich glaube, ich lasse den mal da, weil ich irgendwie Angst habe. Boah, das ist jetzt schade. Ich habe gedacht, mit meinem Truck Ride könnte ich jetzt richtig cool hier den Lebenspunkt abzocken. Aber hat nicht so gut funktioniert. So. Und jetzt werdet ihr gleich den tollen Effekt sehen. Denn warum auch immer kann der einfach den Schicksalsendrachen irgendwie zurückholen. Indem er irgendwas von der Hand abwirft, glaube ich. Ist jetzt auch wieder schade, dass ich die Animation nicht anhabe, weil dieser Schicksalsendrachen müsste eine richtig geile Animation. Ich meine, der sieht voll cool aus, ne? Man erkennt da zwar gerade irgendwie fast nichts, aber naja. Ich glaube, soll ich den setzen? Ich glaube, ich setze den mal, damit ich gleich vielleicht ein Monster für den, also damit ich gleich den für Cyberdrachen opfern kann. Cyberdrachen vor allem. Ja, ja. Eigentlich sollte man Cyberdrachen nicht so beschwören, aber trotzdem. Oh nee. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Ich glaube, ich zerstöre erstmal die Viecher da. Denn der wird. Oh nein, ich wollte auch Nein drücken. Oh Mist. Denn er wird auf jeden Fall eins von denen dafür. Oh, ist. Tschüss, Cyberdrache. Shit. Oh nein. Das ist so eine Kackkarte. Nein, ich will nicht. Okay, gut. Jetzt habe ich schon mal die Monster da zerstört. Denn der macht immer denselben Zug. Der aktiviert die Karte da. Ruft dann diese zwei Spielmarken. Aktiviert dann die Crush-Card. Oder Kartenvernichtungsvirus, wie die heißt. Das hat er beim letzten Mal auch gemacht. Und bei der Folge Mike, glaube ich, auch. Jetzt sind drei Züge lang alle Monster mit 1500 oder mehr, die ich ziehe, futsch. Und das ist richtig kacke. Oh nein, das habe ich ja voll vergessen. Geil, Zukunftsvision funktioniert nicht. Ah, super, das hat die richtig gebracht. Zukunftsvision hat nicht funktioniert, weil diese Monster, glaube ich, schon weg sind. Der hat die ja auch schon vom Friedhof wegfusioniert oder so. Oder irgendwie so. Und deswegen funktioniert das nicht. Okay, Gyroid ist jetzt unter. Der Punktzahl ist geil. Dann würde ich sagen, setze ich den. Greif wieder mit Submarine Ride an. Dafür ist Submarine Ride echt gut. Also die sind echt besser geworden. Ist natürlich klar, dass die Spieler sich in der Laufzeit vom Spiel immer verbessern. Aber beim Jaden, also als ich mit Jaden gespielt habe, ist mir gerade aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich da das Spiel zu schnell beendet habe, aber mir kommt jetzt eigentlich auch so vor, als würde ich diese Story hier schneller beenden als die von Jaden. Ja, eigentlich ist sie ja genauso schnell, ne? Aber ich glaube, bei Jaden habe ich mehr Geld gefarmt und alles. Und auch, ja, mehr Sandwiches gekauft und so. Aber auf jeden Fall, die Gegner sind jetzt auf einmal richtig stark und... Das ist ganz schön krass. Aber ich denke, wenn ich jetzt einen neuen Charakter wähle, sind die wieder zurückgesetzt. Wenn nicht, dann wäre das ganz schön hart, denn dann würden die immer besser werden und irgendwann werden die unbesiegbar einfach. Ich finde das doch echt krass, dass jeder Charakter, auch diese Nebencharaktere, so ein, ja, extra einzelnes Deck haben mit verschiedenen Karten drin. Das ist echt cool. So, jetzt kann ich mir zwei Roid-Monster zurückholen. Ich hole mir einfach mal die... Weil ich vielleicht dann Fusion ziehe. Und dann könnte ich direkt nochmal fusionieren. Das wäre ganz cool. Außerdem Steamroid eine gute Angriffskarte. Ist jetzt blöd, dass ich den hier gespielt habe, weil den hätte ich jetzt weglegen können. Aber das geht jetzt leider nicht mehr. Oder habe ich irgendeine Karte, um den zurück auf die Hand zu geben? Nö. Okay, dann werde ich mal mit Submarine direkt angreifen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das war dumm. Jetzt hätte ich fast auf Monster angegriffen. Jetzt habe ich mich schon zweimal verklickt. Beim ersten Mal... Oh nein, wie dumm. Ja, ist jetzt natürlich richtig hardcore, dass er diese super starken Monster da zerstört hat. Das war echt schlimm. Muss ich schon sagen. Ich weiß gerade gar nicht, warum die Crush-Karte hier den jetzt zerstört hat. Vielleicht, weil ich den nicht richtig gezogen habe, sondern eher vom Friedhof zurückgeholt habe. Oh nein, Wiedergeburt. Oh nee. Jetzt kann er wieder eine Karte zerstören. Oh Gott. Aber da die verdeckt war, verliere ich keine Lebenspunkte. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, was mache ich, ne? Ich brauche den da wieder auf der Hand. Oh, Mist. Oh nein, bin ich doof, der hat ja Fusionstor. Ich kann den einfach nutzen.
Stimmt ja. Aber wartet mal, das ist eigentlich auch ein bisschen doof, denn... Der kann die dann einfach zerstören. Ich kann nichts wirklich weitermachen. Ah, oh, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, dieser scheiß Drache hier, was hat der genau für einen Effekt? Einmal pro Spiel kannst du ein Monster zerstören, das der Gegner kontrolliert. Ja, super. Da kann man angreifen. Während deiner Standby-Phase kannst du einschicken. Alter, wie unfair. Wenn die Karte da auf dem Friedhof liegt, dann kann er die einfach wiederholen, indem er den Schicksalsheld wegschmeißt. Ja, sozial. Gott. Aber ich verstehe da nicht so ganz, warum der zerstört wird, wenn der... Der hat ja... Ich raff das nicht so ganz. Der hat die ja mit Fusionstor beschworen. Und danach dem Zug wurden die zerstört. Warum? Das verstehe ich nicht. Komisch. Naja, verstehe ich irgendwie echt nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was ich tun soll. Ich könnte zwar fusionieren, aber das ist eigentlich dumm. Ich denke, ich setze jetzt mal Stealthroid und mache gar nichts. Und warte darauf ab, dass ich irgendeine Karte ziehe, womit ich den Schicksalsendrachen zerstören kann. Ja, das war klar. Kann er aber nicht mehr angreifen, das ist gut. Kite-Roid. Ich mach mal gar nichts. Gucken, wo das jetzt drauf hinausläuft. Der hat nicht mehr viel Lebenspunkte. Jetzt wird er angreifen direkt. Würde zumindest versuchen. Nein. So, und jetzt ist das Problem. Wenn ich jetzt die Karte aktiviere, dann kann er die im nächsten Zug einfach zerstören. Deswegen aktiviere ich die nicht, sondern aktiviere den Effekt von Kite-Roid. Und verliere so keine Lebenspunkte. Das Gefährlichste ist jetzt aber, wenn er mich direkt angreift, weil dann habe ich verloren. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Dann werde ich dem jetzt so probieren, so viele Lebenspunkte wie möglich abzuziehen. Ah, oh, Mist. Ich greife den an. Hoffe, dass der keine irgendwie verdeckte Karte hat. Gut, er verliert Lebenspunkte. Jetzt ist es knapp. Ich muss gerade echt voll strategisch nachdenken, was ich am besten mache. Jetzt wird er als nächstes den Effekt wahrscheinlich... Ne, der wird angreifen. Oh, oh. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich verloren, oder? Ich habe noch Kite-Roid. Mich gucken, wie ich das mache. Was macht er denn jetzt? Boah, das ist echt knapp. Ich muss irgendwie, wenn ich Submarinoid ziehe, das wäre gut. Aber dann könnte ich die direkt angreifen. Jetzt muss ich echt nachdenken. Ich verliere nicht. Ich muss die Karte aktivieren erstmal. Das ist wichtig. Dann darf ich zwei Karten ziehen. Hoffentlich Submarinoid dabei. Nicht. Aber ich kann schon mal einen Schicksalsendrachen zerstören. Beide sogar. Oh Gott, ist das spannend. Nein, will ich nicht. Jetzt werde ich sehr viel Lebensmut verlieren. Und jetzt kommt der direkte Angriff und den werde ich ablocken. Mit Kite-Roid. Der hoffentlich auf dem Friedhof ist, ne? Ja, gut. Oh Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, der Effekt wäre jetzt weg. Das wäre richtig dumm gewesen. So, ich verliere keine Lebenspunkte. Ich bräuchte, jetzt wäre Blitzeinschlag gut. Wenn ich Blitzeinschlag ziehen würde, dann würde sich alles nochmal ein bisschen wenden. Oder halt... Ah... Mache ich. Erstmal zerstöre ich einen. Das ist wichtig. Tschüss. Das Problem ist halt, die können immer wieder zurückkommen. Der muss nur einen Schicksalshelden-Monster opfern. Damit kann ich schon mal einen ausschalten. Hiermit kann ich den anderen ausschalten. Wenn ich jetzt Gyroid spiele, dann wird er den Effekt aktivieren. Also werde ich nichts machen, damit er angreift und dem sein Monster zerstört wird. Wenn der jetzt schwerer Sturm spielt, dann bin ich sowas von gestorben. Okay, jetzt darf ich gleich noch eine extra Karte ziehen, das ist gut. So. Jetzt aktiviere ich die. Zerstöre ein Monster mit den höchsten Attacke. Okay. Aktivieren. Dann ist der zweite Schicksalsendrache weg. Okay, die 100 Lebenspunkte, da kann ich kassieren, das ist jetzt nicht so schlimm.
Oder ich aktiviere jetzt meine verdeckte Karte. Aber die, ich will die mir ein bisschen aufheben als Notlösung. Andererseits, ich habe, glaube ich, trotzdem gewonnen. Denn ich hätte jetzt...